Nein. Nimmt ihn wieder auf und geht in den nächsten Raum. Ja, moin. Ja, das na, kennt na, man na. Irgendwie. Ja, ich habe gerade das Lager so gesagt, nee, okay, da ist keins mehr. So, grün, grün, gelb. Ah, cool, jetzt kann ich die Wand einreißen lassen. Weil an der Wand kein Lager mehr dran ist. Ja. Das heißt, im Dienst kann ich dann die Tür wegreißen. Und da wieder eine reinbauen. So, Gott, ey. David, warum bin ich Dauerpleite? Ich weiß es auch. Weiß ich nicht. Warum bist denn du Dauerpleite? Wenn ich das wüsste, dann würde ich es ändern. Ich sag mal so, ich habe jetzt zweimal einen Raum bauen lassen und lass den gerade wieder umbauen. Das kostet ein bisschen Geld, ne? Okay. Ja! Wenn du zu viel rumbaust, dann könnte es Geld kosten. Sag ich mal. Jetzt bin ich am überlegen, mache ich die Tür weg oder die Tür? Ene, mene, Mist, es rappelt in der Kiste, ene, mene, meck. Da war die Tür schnell weg. Was? Danke! Und da war das Geld weg. Danke, Kazuya. Ich kann nicht mit Geld umgehen. Grüß dich, mein Liebe. Was? Ja, ja, ja. Jetzt wissen wir hier, wer mit dem Geld umgeht. Husten. Ja, ich geb wirklich immer zu viel Geld irgendwie aus und dran dann auch. Das ist schon. Ja, aber man muss Geld auch wieder investieren. Das nennt man Reinvestition. Damit man ein Reinvestition. Ja, ich investiere in Rehe. Ja. Sag mal, Leute, habt ihr einen an der Waffe? Ja, wieso? Weiß nicht, ob die damit... Ich weiß nicht, ob der nachher da noch mal rauskommt. Ich habe zwischen zwei Räumen eine Wand. Ich sage dem Bauarbeiter, bitte reiß die Wand ab. Sagt er, okay, mache ich, kein Problem. Was tut er? Er reißt diese Wand ab, indem er zwei neue Wände baut, links und rechts, dazwischen Wiese, und er dazwischen steht. Und wenn er so weitermacht, dann hat er sich gleich eingebaut. Ich weiß nicht, was dann das Spiel macht. Und dann schreit er, ich bin ein Star, lasst mich hier raus. Oh my goodness. Der tut mir irgendwie leid. Bug Report is incoming. Alter. Falls wohl eher Bug Report ist eingemauert. Guck, wir scrollen einfach raus, wir sehen den gar nicht, den Guten. Oh mein Gott. Ja, ja! Oh, er hat ihn befreit, glaube ich. Ja! Junge, ist der jetzt glücklich. Ich glaube, der hat sich sowas von in die Hose gemacht, ey. So, nein, ich komme hier nie wieder raus. Alle haben mich vergessen, muss hier der Lichtschalter. Oh Mann. Alter, was machen die? Ich sag dir, die sollen eine Wand abreißen, meine zwei komplett getrennte Räume. Ich wollte nicht zwei neue Wände haben? aus eins macht zwei, oder wie war das? Mann. Oh Mann. Jetzt weißt du, warum ich beim Umbauen immer so viel Geld verschwende. Weil die einfach nicht das machen, was ich eigentlich will. Ausrufezeichen. Ja, weil ich jetzt keine... ja. David, ich würde gerne aus diesen zwei Räumen wieder einmachen, aber
Er sagt mir, wenn ich da jetzt einen Raum einnehmen möchte, bräuchte er eine Tür, um diesen begehen zu können. Okay. Läuft. Oh my goodness. So, die Tische sind wenigstens bald fertig. Kazuya, wie geht's dir, mein Liebe? Oh Mann. Oh yeah, das könnte Geld geben. So, das muss ich noch produzieren. Die Tische sind auch fast fertig. Na gut, den kann ich auch gleich mitschicken. Was ist das erste Abbuch? Hä? Davido, ich glaube, ich habe noch ein Problem. Hm? Irgendwie? Okay, das mit der Breite haut hin. Das ist über ein Feld weiter. Ich glaube, ich habe das Spiel langsam wirklich kaputt gekriegt. Wie macht man denn sowas? Indem man sagt, man möchte zwei getrennte Räume verbinden und eine Tür rein und dann doch keine und ich kann nicht Abbruch drücken. Hm? Warte mal, ich versuche mal die Tür irgendwie. Ja, will das jetzt unbedingt? Okay, jetzt. Ich konnte nicht Abbruch drücken und ich konnte eigentlich auch nicht bestellen, aber jetzt heißt bestellt. Ich habe nichts mit keiner Schleife bestellt. Das ist gut. Also, ich bin auf die Lieferung gespannt. Ja, mega. Oh Mann. Oh Mann. So, wie mache ich diesen Raum jetzt wieder hübsch? Ich habe keine Ahnung. Indem ich den anderen Raum wieder abreiße oder? Ich weiß es nicht. Weil wir haben halt mehrere Lagerräume, die unnütz sind. Oh, Prost. Huligung! Oh Mann. So. Oh nee. Ja, so, ich würde mal sagen, das läuft bei denen ja supi. Ja, absolut. Jetzt weiß der Typ bei mir auch nicht, wie er rauskommen soll. Hat er sich jetzt auch eingebaut. Dann, du musst mir nicht alles nachmachen. Ne? Warum nicht? Na gut, das muss ich anders machen. Muss nicht alles nachmachen, mein Lieber. Oh, du kannst gerne. So, Gott, wie viele Mitarbeiter habe ich denn schon? Nein, diesmal zähle ich nicht. Ich weiß, es steht da oben. So. Insgesamt 13 Mitarbeiter. Alter, finde. Die nichts gleich zu tun haben, glaube ich. Weil langsam gehen die Aufträge vorbei. Naja gut, gar nichts zu tun haben sie nicht, aber Plastikbecher und so was machen sie noch und Holz. Was absolut fehlt, ist Metall. Da ist auch noch so eine Tür rein. Ah, das passt doch auch vorne und hinten nicht, Mensch. Fehlt ist Metall. Okay, das kommt auch noch nicht wahr. Das fliegt demnächst raus. Stühle, ich glaube, für Stühle braucht man Stoff, oder? Na gut, es kommt drauf an, ne? Krieg ich das nicht mehr rein? Ich guck mal rein. Muss doch ein bisschen breiter. Na werden. Doch, dafür braucht man Stoff-Dings. Okay. Ein kleines Regal würde passen, okay. Aber kein großes. Ah,
Stoff, Holz. Geht auch ein Plastik nehmen. Für den Sitz müssen wir biegen. Komm, müssen wir anziehen. Gucken wir mal. Ich versuche gerade einen Stuhl herzustellen, der relativ simpel und einfach ist. Metallstab. Du glaubst, der ist relativ simpel und einfach. Ja. So wie sich das anhört, glaubt das Programm etwas anderes. Psst. Programm glaubt, das ist doch mir, also. Scheißendreck. Really? Warum? Okay, ich muss mal mit den Materialien gucken, vielleicht finden wir bessere Materialien. Was ist das hier? Stiel! Oh. Ich glaube, du hast nur einen Stiel. Könnte möglich sein, dass die diverse Stiele durch die Gegend geschmissen haben. Okay. In letzter Zeit. Bei dir schmeißen. Ja, genau. So machen wir den Stuhl. Hinten Metall. Dann die Armlehne, also die Rückenlehne und die Sitzfläche im dunklen Holz und die vorderen Füße in weiß gehalten. Ich weiß nicht, wer diesen Stuhl haben möchte, aber ich nicht. ist der hässlich? Du hast aber mal ein schönes Vorschaubild, ne? Also, okay. Okay, mit. Boah. Da wird einem ja schon fast übel. So, warte mal, ging das? Ging das mit STRG und klick, klack, kluck? Und dann kann ich so machen und das Ganze dem zuweisen, oder? Ja, es ging. Gut. So, und dann brauchen wir was zum Kleben. Habe ich einen Klebetisch? Ich weiß es gar nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Also aktuell nein. Wir haben keinen Tisch zum Kleben. Wenn wir das ein bisschen weiter bauen. So, aber. Warte mal, was? Ja, doch, das, genau. Und dann brauchen wir noch Metall dafür. Ich wollte nämlich unbedingt irgendwas mit Metall machen. Ach so. Dann muss da noch eine Tür rein. So, wir machen jetzt 10 Stühle. Stühle, stups. 1, 2, 3, 4. Ich kann schon wieder 10 Cent bestellen. Ich weiß nicht wofür, aber... Warum sind Zweiergang frei? So, ich muss echt gucken, was ich mit diesem Raum hier anstelle. Vor allem, warum rennt er hier drin rum? Ich glaube, der denkt, ist das ein neuer Pausenraum? Ich weiß nicht. Es ist neben dem Pausenraum, aber ich weiß nicht. Gut, ich kann den Pausenraum eigentlich ein bisschen verkleinern. Woanders hin tun. Eigentlich. Oh Mann, ey. So, was ich übrigens auch noch vorhatte, war Folgendes. Und zwar mit den Montagedingern würde ich gerne mal rumfuchteln. Mit den Montagedingern würdest du gerne mal rumfuchteln? Ja, und zwar, dass ich zwei Teile quasi hingehe und sage, ihr macht die Sachen, die vorne montiert werden müssen, sprich wie die Stuhlbeine oder Tischbeine oder irgendwas. Und die anderen Sachen, die Endproduktion, na, das was, worüber wir vorhin gesprochen haben, macht dann der andere. Oh, wir sind auf Platz 10. Was, Dabilu? Nein! Wie hast du das geschafft? Ich bin noch Platz 15.
Ja, okay, ich glaube, du produzierst schon andere Dinge als ich, oder? Machst du noch die Basics oder machst du schon mittlere? Also ich hänge meistens noch bei den Basics mit rum, weil die halt schnell gehen. Mit rum heißt, er macht auch schon die fortgeschritteneren Dinge, die ich nicht mache. Vor allem hat er Maschinen, glaube ich, die ich nicht besitze. Und ja, das ist auch gut. Ist das halt so? Ich hab noch ja, nie dann ist das halt gemacht. So, ne? Dann ist das halt so, ja, so ist es halt. Das braucht Metall und Plastik und irgendwelche Maschinen. So. Metall und Plastik und irgendwelche Maschinen. Metall und Plastik und irgendwelche Maschinen. Was? Oh geil, ein Bürostuhl. Ja, den kann ich gebrauchen. Gott, da brauchst du ja, oh Gott, eine Nähmaschine und alles mögliche. Ja, haben wir hier den großen Schubladentisch. Ach du Scheiße. 1900, 2800. Also was brauche ich dafür? Das wäre eine Großproduktion. So, warte mal. Ach, an dem Teil war nur noch ein Tisch verknüpft, oder was? So, und dann hätte ich gerne Bumm an den Bumm und Bams und Bime Blam Blum. Was? Bim Bam Bum? Bim Bam Bum, da macht er Bums. Kling Klang Klung. Kling Klang Klung. Was? Schade, dass man die Schaltfläche selbst nicht umbenennen kann oder so. Sondern, ja. Also, dann könnte man hinschreiben, wofür sie gut ist. Oder steht ja nur Schaltfläche dran. Ne? Ich glaube, jetzt kann er mir nicht folgen. Ich weiß es nicht. So, was war? Was? Bibaradadadu. Was? Bliblablablablu. Genau so sieht's aus. Was hast du? Davido! Ich hab Ratten! Ratatouille! Sie kommen geströmt! Die wollen die leckeren Pommes klauen, die ich gerade produziere. Ist ja dann kein Wunder, dass du Ratten hast hier. Ratatatatatouille! Oh yeah. Ja! Ich bin gleich, ne? Oh, ich hatte 2015, wa? Ja, das ja. Ist wow. Wie schnell die Zeit immer vergeht. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man so ein tolles Spiel hat. Muss man echt sagen. Wann hatten wir eigentlich genau angefangen jetzt? Bist du ordentlich, ne? Ja, ich kann ja nur sagen, wie lange ich jetzt aufnehme, aber... Das sind schon 59 Minuten, aber ich weiß nicht, wie viel wir jetzt davor gequatscht hatten. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass ich eine Plattenrage habe. Und die ich gerade bekämpfe. Auch ein schönes Event. Kann ich eigentlich über die Mauer schießen? Oh, ich kann über die Mauer schießen? Ist ja geil. Wow. Okay. Innerhalb nicht, aber außerhalb. Mit dieser schönen Kanone. Hattest du auch schon mal eine Rattenplage? Nee, mein das Gott. Noch dreimal nicht. Auf die Maus geschossen und nicht getroffen. Noch nicht? Okay. Dann möchte ich darüber nicht zu viel erzählen. Alter, diese Viecher. Und dann heißt es, hier gibt's keine Action. Ja? Bus-Echsen. Echsen! Ja, yeah, die haben wir erwischt. Oder ist das nächste Exit? The Exit Game! Jawolski, wir haben es geschafft. Und wir können die nächsten Sachen liefern, das ist schön. David und ich habe jetzt auch mal endlich ein bisschen Geld. Ein bisschen. Wow. Geld. Ja. Es hat Geld. Ich glaube, 2-3 Minuten haben wir bestimmt schon gequatscht. Und
Deswegen denke ich mal, ja, sollten wir dann so in 2-3 Minuten auch Schluss machen. Ja, das ist so.